Hallöchen und willkommen des Minecraft Let's Plays. Ja, wir sind hier gerade noch so ein bisschen am Basteln. Ich hoffe mal, dass wir in den nächsten Folgen endlich losmarschieren können. Um uns dann irgendwie ein bisschen Action zu gönnen. Ich hatte doch, glaube ich, irgendwas im Ofen, genau. Bisschen was zu phrasen. So, dat. Ah, ich würde sagen, noch ein Schwert und dann sind wir eigentlich bestens ausgerüstet. Ich nehme auch nur so ein Steinschwert, weil wegen Stein. So. Ah, warte. Wir können ja, bevor wir loswandern, können wir noch mal eben ein bisschen Glas machen. Das dürfte wohl noch im Zeitplan liegen. Dann haben wir die Schaufel mal weg. Brauchen wir eh nicht. Treppen hauen wir weg. Nehmen dafür aber die Holzbretter mit. So. Falls wir unterwegs mal irgendwie was basteln müssen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Diesmal Richtung Süden. Da sieht es noch so leer aus. Stimmt, hier wollten wir auch noch was machen. Aber das kann man ja später immer noch. So. Ich will jetzt einfach ein bisschen Natur genießen, ein bisschen laufen, ein bisschen quatschen. Und die Karte ein bisschen weiter aufdecken. Also diese Folge wird wahrscheinlich nicht ganz so interessant. Armer Hase. Tut dir selbst keinen Gefallen. Vielleicht können wir auch mal irgendwie so ein paar Steine hiervon mitnehmen, so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wofür ich das benutzen sollte. Ich meine, so würde ich würde die Wüste gerne so lassen, wie sie ist. Das sieht auch ein bisschen doof aus, so mit dem Gold, Braun, Weiß. Ich weiß es nicht. Ich wüsste auch nicht, was wir daraus jetzt großartig machen sollen. Vielleicht fällt uns später dazu was ein, oder ihr habt ein paar Ideen. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich lese so gerne. Ja, ich werde auch heute nur eine Folge aufnehmen. Das Let's Play von gestern hat mich doch schon ziemlich geschlaucht. Als es dann mit dieser Hexe in The Evil Within losging, da. Oh, die Folge werdet ihr noch sehen, aber. Pfuh, das war schon echt eine Nummer für sich. Ich bin auch ganz froh, dass ich jetzt die Möglichkeit wieder habe, dieses sanfte, ruhige Spiel zu spielen. So ein bisschen abschalten nach der ganzen Aufregung gestern. Die Folge sollte ich auf keinen Fall verpassen. Wird dann wahrscheinlich die dritte Folge sein. Werdet ihr dann sehen am Donnerstag, glaube ich, werde ich die hochladen. Weil jetzt wird es nämlich so laufen. Minecraft, Skyrim jeden zweiten und
Evil Wolf in jeden zweiten Tag. Erstmal. Wie gesagt, es werden wahrscheinlich auch noch andere Spiele dazukommen. Und dann mal sehen, wie sich das Ganze dann noch weiter verschiebt. Finde ich aber auch ganz gut, dass ich so einen größeren Bereich jetzt abdecken kann. Da ist, glaube ich, dann auch für jeden was dabei. Und ich wollte gerne nochmal meine Zuschauer hier bitten, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn euch irgendwas stört, schreibt es in die Kommentare. Ich kann sonst nichts unternehmen, um das Ganze angenehmer zu gestalten für euch. Und für mich ist es dann auch angenehmer, wenn ich die Kommentare lese. Ah, scheiße. Egal. Alles hat seinen Grund. Wir haben Eisen gefunden. Alles hat seinen Grund. Kommen wir besser an das Eisen ran. Ich sehe es positiv. Heute stört mich nichts. Ich bin noch am Leben. Das ist die Hauptsache. So. So. Nehmen wir da jetzt auch raus. Ja, jetzt haben wir die Schaufel weggepackt. Oh. So. Bisschen was zu fräsen. Nom, 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 nom. Ja, diese Folge wird wahrscheinlich auch nicht so lang sein. Wie gesagt, die ist jetzt einfach nur so ein bisschen zur Erholung meinerseits aus. Und da ich jetzt ja 4 Folgen am Stück von The Evil Within aufgenommen habe, denke ich mal, dass das Ganze in den nächsten Folgen ruhig wieder ein bisschen spannender werden kann hier in Minecraft. Aber heute lasse ich das ruhig sein. Einfach weil es, wie gesagt, es ist für mich angenehmer. Heute stört mich auch das Gedudel der Musik nicht. Nein, im Gegenteil, ich genieße es. Ich habe mich auch wahnsinnig darauf gefreut, diese Folge jetzt machen zu können. Und dann kommt sowas dabei raus. Ich glaube, ich werde verrückt. So. Dann würde ich sagen, gehen wir hier direkt rüber. Ich habe keine Lust, jetzt übers Meer zu paddeln. Ich könnte zwar ein Boot machen. Ich könnte ein Boot machen. Ich könnte ein Boot machen. Weißt du was? Dann machen wir doch einfach ein Boot. So. Noch über die Düne hier. Zack, 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 zack. Und dann craften wir uns mal hier ein Boot. So. Schwert weg. Werkbank hin. Zack. Und wo war jetzt Boot? Boot müsste bei den Schienen gewesen sein. Ja, da tatsächlich. Wir brauchen eine Schaufel. Willst mich doch verkackeiern. So, jetzt können wir auch ein Boot machen. Früher war das Ganze ohne Boot. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass da ein Update gekommen ist. Soll ja auch schon bald wieder ein neues kommen. Aber wir wissen natürlich alles über Boote. Der schwimmt. Das reicht uns. So. Wieder mal kurz hier alles aufdecken. Zack. Das Boot nehmen wir natürlich mit. Und weiter geht die schöne, spannende Reise durch die Eiswüste. Was für ein Kontrast. Aus der Sahara in die Tundra. Ich hoffe mal, wir sind dafür vernünftig angezogen.
Was du willst, ich sehe da unten jetzt auch gar nichts. Ob wir jetzt wirklich den Rand damit erreicht haben. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Ich gehe einfach hier diese Reihe weiter geradeaus. Oh. Wird mir auch ein bisschen zu dunkel. Ich will ja sehen, wo ich hinlatsche. Wobei es wahrscheinlich nicht viel bringen wird, habt ihr ja vorhin schon gesehen. Und anscheinend bin ich wirklich am Rand. Das ist sehr gut. Nee, wie gesagt. Auch wenn ihr Spielvorschläge habt oder sowas, also Spiele, die ich da irgendwie mal let's playen soll oder sonstiges, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mir die zu Herzen nehmen. Wie gesagt, kommt ja auch immer so ein bisschen auf das Portemonnaie an, was es dazu sagt, ob das Spiel möglich ist. Und da haben wir auch schon den Dschungel. Noch ein weiterer schöner Kontrast zum jetzigen Biom. Das hat man doch gerne. So, ich denke, wir sind jetzt auch nah genug am Rand. Dann versuchen wir uns jetzt mal durch den Urwald hier zu schlängeln. Könnte man sich hier eigentlich auch ein, zwei Bäumchen klauen irgendwann mal. Und wir haben eine Trophäe verdient. Ja, ihr seht es jetzt nicht, aber wir haben eine Trophäe verdient. Ich weiß gar nicht, wie man das einstellt. Wisst ihr das? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Wobei das jetzt für dieses Spiel wahrscheinlich schon zu spät ist, aber für kommende Spiele könnte das durchaus praktisch werden. Genau, wir wollten weiter dahin. Oh, da haben wir aber Glück gehabt. Dass das so eine komische Liane war. Puh. Also das ist so mein Standardprozedere. Erst einmal hier ran erkunden. Dann kann man von dort aus überall in die Mitte hinein. Und so die Karte komplett erschließen. Und vielleicht so nebenbei so mal gucken, wo man vielleicht sich noch platzieren könnte. So ein kleines Hauptquartier oder sowas bauen kann. Weil ich will nicht nur ein Haus haben, nein, ich will irgendwie so was Größeres aufbauen. Vielleicht machen wir daraus auch mal ein Replay oder sowas. Jeder, der dann mal Lust hat, hier irgendwie was beizutragen, kann dann ruhig einmal dann mit hier auf die Map kommen. Kann sich sein Häuschen bauen und sich somit bei uns hier verewigen. Oh, die Kohle, die nehmen wir jetzt mal mit. Die lächelt uns schon an. So hoch wollte ich gar nicht. So. Ich meine, das ist doch ein schöner Gedanke, oder? Würde ich auch ein paar Schilder spendieren, damit ihr auch eure PSN-Tags bzw. Namen verewigen könnt. Natürlich alles nur unter der Voraussetzung, dass ihr nichts gegrieft oder in zerstört wird oder sowas. Das muss ja nicht sein, das zerstört nur die Idylle. Ist ja nicht schon schlimm genug, dass wir hier Monster haben oder sowas. Nein, da will ich nicht auch noch auf die Leute aufpassen müssen, die hier dann die Welt betreten. Das wäre mir einfach zu schade. Ich warne auch schon mal die Leute vor, die dann diese Welt hier betreten wollen. Solltet ihr tatsächlich griefen oder sonst was, werde ich euch blockieren. Das ist mein voller Ernst. Es ist mir auch egal, ob ihr dann irgendwelche Hate-Kommentare auf YouTube schreibt. Ihr habt euch das dann selber eingebrockt. Und dann werde ich natürlich auch versuchen, weil ich habe dann ja nicht aufgepasst,
werde ich dann versuchen, irgendwie das Ganze dann außerhalb der Sendezeiten zu fixen. Falls wirklich jemand was kaputt machen sollte. Was ich aber hoffe, nie der Fall sein wird. Was macht die für Geräusche? Das ist die Godzilla-Kuh. Vroom, vroom, vroom. Godzilla, Godzilla, Godzilla. So. Wie gesagt, das wäre dann auch so ein Gedanke, mit dem ich schon des Öfteren gespielt habe. Und ich glaube, das würde der ganzen Welt hier auch etwas Leben einhauchen. Ein einzelnes Haus hier so mitten in der Pampa. Das ist jetzt nicht gerade das, was ich mir unter einem tollen Let's Play vorstelle. Klar, ich könnte auch mehrere Häuser bauen, aber ganz ehrlich, hier wollte ich auch nicht sehen, wie ich da jeden Tag irgendwie 8 Videos hochlade, wo ich dann nur ein Häuschen baue. Da könnt ihr auch selber mal so ein bisschen Let's Play Erfahrung sammeln, könnt dann auch eure eigenen Videos aufnehmen mit der PS4, ist das ganz einfach. Könnt euch natürlich dann auch Tipps geben. Wobei ich ja selber noch relativ neu in dem Geschäft bin, wie schon gesagt. Aber so ein paar Sachen habe ich jetzt ja mittlerweile schon so drauf, sag ich jetzt mal. Auch die Lautstärke von den Videos dürfte es jetzt deutlich erhöht haben. Das Einzige, woran ich noch arbeiten muss, das gebe ich offen und ehrlich zu, ist meine Aussprache. Weil teilweise ist es doch recht schwer, mich zu verstehen. Habe ich selber gemerkt, weil ich muss ja die Videos auch bearbeiten. Ich höre mich dann ja selber und beim ersten Mal ist es recht befremdlich, sich selber so beim Spielen zu hören. Aber nach einer Zeit geht das eigentlich und dann versucht man da schon irgendwie Fehler oder Makel aufzudecken. Und da man selber ja immer der größte Kritiker ist, habe ich mir gedacht, gucke ich mir die Videos immer schön vorher nochmal an, bevor ich die da irgendwie verwurschtle, um sie dann hochladen zu können. Aber jetzt machen wir erstmal hier ein Picknick. Wie gesagt, um sie zu bevor ich sie verwurschte und hochlade. Ja, ihr habt auch sicherlich gemerkt, ich bin mit der Länge doch ein bisschen höher gegangen. Wir sind mittlerweile immer so um die 20 Minuten bis halbe Stunde rum. Ich finde, das ist eine annehmbare Zeit für ein Video. 15 Minuten wäre mir natürlich lieber, aber man schafft so wenig in 15 Minuten. Dass ich mir gedacht habe, nee, weißt du was, lass sein, wir machen jetzt halbe Stunde maximal. Wir wollen ja auch nicht, dass die Leute hier irgendwie wegknicken da vor dem Monitor. Aber wie gesagt, ihr solltet ja auch ein paar Kommentare hinterlassen und das könnt ihr nicht, wenn ihr schlafen tut. Ja. Aber was gibt's da jetzt noch großartig zu sagen? Die Weltreise ist fast abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat diese kleine ruhige Phase hier auch so gut besänftigt und unterhalten wie mich. Ich bin auch froh, dass ich mal so ein paar Gedanken loswerden konnte, die ich mir im Laufe der Zeit mal so gemacht habe. Wie gesagt, ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ich bin für jeden Ratschlag offen. Für jeden Tipp. Ich nehme alles dankbar an, was ich kriegen kann. Und werde mein Möglichstes tun, dies dann auch umzusetzen. Oh komm, einmal Boot fahren geht noch. Zack, 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 zack.
Nehmen wir wieder mit. Wenn wir das schon in der Tasche haben. Ja, oh, wird auch gerade wieder dunkel. Das ist sehr gut. Dann werde ich die Folge mit dem Bettchen beenden. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass das dieses Mal halt nur eine Wanderung war. Mal wieder. Aber wie gesagt, ich musste diese Gedanken einfach mal loswerden. Ich brauche eine Ruhephase. Und ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht sehr übel. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich dann ein oder zwei andere Spieler hier mal begrüßen dürfte. Wie gesagt, ihr dürft dann auch selber ein Video aufnehmen mit dieser Welt. Ich habe da kein Problem mit. Ihr dürft mir auch während des Spiels dürft ihr mir gerne Fragen stellen oder irgendwelche Anmerkungen machen. Alles kein Problem. Ich weiß nur noch nicht, wann ich das Projekt starten möchte. Aber ich denke, momentan lohnt sich das einfach noch nicht. Weil ich glaube, ich habe noch... Wir haben zu wenig Zuschauer dafür. Und wie gesagt, ich glaube, da wird sich momentan nicht großartig viel verändern. Aber wie gesagt, ich beende die Folge jetzt auch mit dem Bett. Wir kampieren wieder im Freien. So. Ein bisschen dicht hier. Oh. Und ich würde sagen, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ich schlafe jetzt wahrscheinlich gut. Gute Nacht. Tschüss.